So, hallo und willkommen zurück. Lasse sitzt immer noch in der Mine, friert sich den Arsch ab und wartet drauf, was das für ein Block war. Und wir werden den jetzt mal erforschen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da. Wir gucken rein. Prozess. Und es ist Lithium-Ohr. Kaum kommt Lasse und wir haben alles, was wir brauchen. Metall, Lithium. Er ist doch nicht normal, oder? Ein verlaufen Lasse. Und nein, kein Schwein von uns weiß, wie man cheatet. Also falls ihr auf die Idee kommt, könnt ihr knicken. Also es gibt für dieses Spiel noch gar keine Cheat-Engine. Ah, so sicher bin ich mir da nicht, aber... Kannst du sicher sein, ich habe noch nichts gefunden. So, Iron wird gerade gebrannt. Damit, das ist schön. Damit wir die nächste Abbaumaschine bauen können. Weißt du, was das Coole daran ist? Hm? Wir können jetzt endlich den MK1 Energie Power Core für den Anzug machen. Okay. Ja, aber erstmal brauchen wir ein paar Abbauköpfe. Für das Lithium noch, was du gefunden hast. Ja. Da, weil das ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir ganz lustig wären, könnten wir es ja mit Dingen machen, mit Förderbändern. Ja, klar, können wir ja. Das ist ja nicht das Problem. Nur, wie gesagt, ja, erst den Abbaukopf. Erstens, das sind Schweine viele. Dazu brauchst du Schweine viele. Zweitens. Ich hab keinen Bock, bis da runter das Zeug zu verlegen. Ja, aber willst du auch immer da runterlaufen? Ist auch nicht das Tolle. Stimmt, erfriere ich wahrscheinlich. Ja. Ach du grüne Kacke, der kostet 18 Iron Bars, der Ohrextraktor. 18. Da müssen wir noch einiges an Metall. Ich glaube, ich habe mittlerweile rausgefunden, was das ist. Dauerhafte Knallen verursacht. Ja, wenn der Hopper was aufnimmt, ne? Entweder das oder wenn das Ding hier fertig gebrannt hat, dieser Ofen. Okay. Ja. Ja, hatte ich auch schon unter Verdacht, aber sicher war ich mir nicht. 18 Iron Bars. Wir haben gerade mal 3. Alter Vater. Hast du noch Iron mitgebracht? Ich gehe nochmal kurz holen. Nee, kann ja auch selber runter, ist nicht. Nee, ich muss. Ich gehe nochmal runter. Ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Ja? Schon gut. Ja, ich weiß, jetzt werde ich gierig, aber... Nö, nee, ist cool. Alles cool. Alles cool, mein Freund. Ich bin ja froh, dass ich den Scheiß, den ich so lange gesucht habe, jetzt endlich habe. Mit Tin sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Vielleicht... Kupfer haben wir auch direkt vor der Haustür, nur Eisen und Lithium. Ja, vielleicht klaue ich hier mal eben einen Abbaukopf, oder? Komm, das macht Sinn. Das hier ist direkt vor der Haustür. Hey, cool, hier ist Kupfer. Oder wir haben auch Millionen an Kohle. Nee, geh nur maximal 100 in den Mobber rein. Ja, nee, ich habe ja viel in die Kisten auch gestopft. Lass mal gucken. Ich meine, wir haben da echt... Ja, Kohleohr. So. 200, 400, 500, 700 Kohle. Und ich habe nochmal 345 bei mir. Okay, jetzt muss ich schnell machen. Warum? Hier gibt es keine Sprengtaste. Warte. Doch klar. Ne, gibt's nicht. Och, okay, ich drücke immer aus Gewohnheit Shift. Ja, ich muss mich gerade beeilen. Komm, ja? Lampe. Verdammt, die ist so hoch. Ja, du kannst doch ja, selber Lampe setzen. Im Notfall setzt dir einer auf den Boden, warte bis du warm bist und baue sie wieder ab. Funktioniert. Ah, nee, ich stelle mich schnell hier oben an den. Ja, weil ich habe gerade meine ganze Energie dem einen Ohr-Extractor gegeben. Also, ja, solltest du mal so 5 oder 7 zurückhalten. So denn? Ja. Liegt zwar eine Leiche unten im... Ja gut, noch hat man keinen Nachteil dadurch, aber noch nicht, ne? Wer weiß, was noch kommt. Ich meine, das Spiel ist ja, glaube ich, noch nicht fertig, ne? Alpha. Ja. Alpha oder Pre-Alpha, warte. So, ich fange schon mal an, die Mine wieder ein bisschen zuzumachen. Kann ich hier oben was austauschen? Du kannst machen, was du lustig bist. Wir spielen zusammen. Es heißt Together, nicht Alone. Das ist ein bisschen blöd. Was? Dass man, damit das alles, damit man es unterbrechen muss, wenn man nicht den Hund auch umtauschen kann. Also. Brauchst du nicht unterbrechen, du kannst das Förderband angucken
R drücken, dann drehst du das Förderband, dann machst du den Hopper leer und machst die Forge leer und dann kannst du sie neu befüllen. Ah. Mit R drehst du das Förderband. Cool, oder? Cool. Ich leg die anderen Schächte jetzt, die nichts gebracht haben, direkt mal blank, ne? Ja, wir haben schon 3 Eisenbarren. Ja, und ich habe nochmal 3 in der Tasche, glaube ich. Wie viele habe ich in der Tasche? Lass mal gucken. Iron Bars habe ich auch 3, aber wir brauchen 18 oder was waren das für den Scheiß? Abbaukopf. Holzblätter, 18. Ja. So, ist hier was drin gewesen? Nein. Gibt übrigens noch Gold. Oh mein Gott. Und dann gibt's auch garantiert Silber. Weil das Gold brauchst du für diesen einen komischen Roboter mit Schnurrbart und Hut. Okay. Und Kette. Nee. Ja, dann gibt's garantiert. Dann gibt's garantiert auch Silber, weil Silber ist sowieso in Technik und Elektronik braucht man das. So, jetzt haben wir schon mal 3 breit. Weißt du, was das Coole ist? Ich höre. Wenn wir dieses Suit Power Pack haben, können wir doppelt so viel Energie mitnehmen. Yep. Ich glaube, das meinte auch der Kommentar damit. Sorry, dass ich deinen Namen vergessen habe mit dem Kommentar, aber war schon ein genialer Kommentar von wegen und es bietet noch so viel. Und weißt du, was das Lustige ist? 10 Iron Ore habe ich gerade aus dem Hopper geholt und 28 aus dem Generator. Oh. Ich bringe also 38 Irons mit. Was ist das Lustigste? Ist das hübsch? Was das ist Kommentar das? Ist nicht von mir. Oh je. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen, dass ihr vorne runtergeht. Wenn stillgelegt. Da unten gibt's ein Lithium. Wo denn? Da runter? Hier unten lang. Oh Mann, oh Mann. Dann links, dann links. So, runter. Alter! Du bist echt. Ganz ruhig. Du bist voll der Maulwurf, ey. Ich kann hier gar nichts sehen. Und der checkt hier rum wie nichts. Bam. Ja, ja, mal mit der Ruhe. Ich mach gleich den Gang was größer. Ich stoß mir nämlich die ganze Zeit die Birne. Von wegen, ich bin hier ein Maulwurf. Maulwurf. Gefunden. Da drauf. Okay. So. Dann stopfen wir dann noch einen Hobber dran. So. Besser als nix, aber dann kann er ein bisschen was, ne? Hat Power. Ich muss weg. Ja, ja, ich muss so weg. Ich habe schon die ganze Zeit keine Power mehr. Und jetzt hat er hier auch noch so einen hyperengen Gang, ey. Bleibt mal überkleben. Aber egal, er hat das Material gefunden und das ist schon richtig geil. Also mindestens 2 oder 3 breit sollten wir die Gänge machen. Jetzt baut er die ganzen Kerzen ab. Ich bin kein Maulwurf. Doch auch nicht. Jetzt baut er die ganzen Kerzen ab. Das sind Lichter. Er hat aus purer Kohle bestehen. Irgendwie atombetriebene Kohlelichter, die Hitze machen und all so ein Quark. Du meinst wie die Forschungsmaterialien auf dem Mond mit ihrer Atombatterie. Ja, irgendwie sowas. Die hält ja 2 Jahre. Ach. Sollte das. Also so 2 Jahre lang ein Akku fürs Handy? Alter. Die sind ja eigentlich theoretisch schon so weit, dass die in der Lage wären, dass du im Handy eigentlich nur reinspucken brauchst und dass der Akku dann über daraus Energie generieren könnte, weil sie ja aus Wasser Energie machen. Das ist theoretisch schon möglich. In der gleichen Größe der Akkus wie heute. Aber damit lässt sich ja nichts verdienen, ne? Ja, weil die kein Strom mehr. Weil keiner mehr Strom braucht.
Ja, erstens und zweitens können sie nicht alle Nase lang neue verkaufen. Wieso? Dann machen sie es so wie die von so wie heute. So hier, wie? Hier vorne sollte vielleicht noch ein Store Chopper hin. Augenblick, ich komme jetzt, warte mal. Ach Mann, diese Tipp-and-Click-Steuerung. So. Wo? Hier, weil der hat nur zwei Platz. Ach, da soll so ein Grüner hin. Ja. Okay, ja, ich räume den immer mit der Hand dann eben leer, weil der andere war so teuer. Hast du dafür eine geile Spitzhacke auf dem Rücken? Doch, keine Ahnung, das ist irgendein Skin wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, ich habe jetzt 7 Metal Bars. Ist da in der Kiste noch was? Ja, 5. Ah, komm. Jetzt gib mir doch den Quark. Warum will der mir den nicht geben? Ah, jetzt. 12. Ja, egal. Räumen wir es in die Kiste. Hopp, hopp, hopp. So. Mit den Kisten weißt du, ne? Für jede zusätzliche Kiste, die du aneinander stellst, vergrößert sich der Lageplatz. Ja. Okay. Mein Koffer, oder? Ja. Weiß ich nicht, also die sind jetzt hier 5 tief. Und wenn mir der Platz nicht mehr reicht, habe ich mir gedacht, dann mache ich wieder 5 tief, noch eine 5er Stege dabei und so weiter. Und dann kannst du überall draufklicken und hast dann über alle Kisten den Zugriff. Ist ziemlich praktisch. Oder nicht? Mhm. Jetzt nimm doch den Quark an, ey. Wir werden nie Freunde. Und wie du so ein Hopper. Ich meine hier den. Wie du so ein Hopper befüllst, weißt du, oder? So. Unten auf die Schnellleiste das, was du reintun willst, legen, auswählen, an den Hopper gehen und T drücken. Ah. Dann wird's in den Hopper gegeben. Ja, weil hier vorne wäre vielleicht so, wirklich so ein Hopper nicht schlecht, weil. 2 Eisenbarren und der ist voll. Ja, aber dafür kann der Schmelzofen noch über 20 Stück speichern. Echt? Ja. So viel? Ja, oder 18 Stück oder so. Da kann eine große Summe speichern. Aber wenn du willst, dann bau so einen Storage Hopper. Ich wusste halt noch nicht, welcher Hopper wofür ist. Ich hab schon 16 Eisen. Ja, sauber. Bau einen Storage Hopper, wenn du willst. Und wenn genug da ist, kannst du direkt mehrere bauen. Hier unten für Lithium und Metall auch 2. Ja, der Logistik-Hopper nimmt nur 2, aber der gibt schnell raus, ne? Ja. Und der Storage Hopper ist halt, der speichert aber lahmarschig. Okay, okay, okay. Ich glaube, da warten wir erstmal noch ein bisschen. Warum? 10 Eisen und 12 Tin. Für einen Storage Hopper? Ja. Boah, was? Das ist aber unverschämt. Aber er kann 100 Sachen speichern. Wie viel? 100. Wow, ich will haben. Das ist ja mal eine Hausnummer. 100. So, ich habe nochmal 29 Irons. Und jetzt gucke ich noch bei dem anderen Quark. Aber wenn ich da schon unterwegs bin, kann ich doch gleich anfangen. Was ist denn hier passiert? Also, wenn ich eh schon da runter gehe. Dann mache ich direkt breiter. Ups, so. Opa, 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 opa. So. Lass das Gang nachbauen. Nur in breiterer Version. Ja, Entschuldigung, ich bin da ein bisschen sparsam. Also. Nein, nein, ich sag doch, also alles okay. Du wusstest ja nicht, dass du was findest. Ich auch. Ja? Ich baue jetzt. Ich hab doch extra da runter gegraben. Ja, gut, aber was? Ob das gebraucht wird oder so? Ob sich überhaupt lohnt, 3 breit und so weiter? Woher? Konntest du ja nicht vorher wissen. Das liegt daran, dass ich baue nie breiter als 1. Ach so. Ja, aber jetzt haben wir ja eine feste Mine, müssen wir oft runter. Mäh, voll geil, ey, dass du die Sachen gefunden hast. Echt übel. Bitteschön. Echt crazy, crazy, crazy shit. Ja, vor allem, ich bin einmal dabei und schon haben wir's.
Ja. So, ab. Einmal bitte das. So, das, das. Machen wir den direkt, ich schon auf dem Weg nach unten bin. Ach, du bist auch da. Weiß, ich bin ja ganz. Wo geht's denn weiter, hä? Wo? Wo ging's denn jetzt weiter? Ja. Ah, da, okay. Fackeling kloppen. Ach, jetzt kommt wieder die laute Mucke. Ich werde es versuchen, in der Nachbearbeitung etwas leiser zu machen. Das ist auf dein Volumen mal, so wie ich auf 3. Ja, ich mag es, wenn man auch den Spielsound ein bisschen hört. Aber. Sagen, es ist mir laut genug. Ja, klar. Aber das könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Kann ich ihn auch wegschalten oder beziehungsweise ganz leise machen. Aber ich finde es immer blöd, so ein stummes Spiel und nur die Leute quatschen hören, weißt du? Aber vom Spiel selber nichts hören. Der Lasse, ey. Voll der Crazy Miner hier, ey. Komm mal nicht... schon lange ausgebaut. Komm mal nicht mal hinterher hier. Ist doch nicht normal, ey. Dingens. Ein Ping. Nichts gefunden. Und ich suche, ich bewege mich unter der Erde weiter. Wolltest du nicht ein bisschen was craften? Dann gebe ich dir das Metal mit. Nee, du kannst zeigen, wie man craftet. Das habe ich schon gezeigt. Du kannst das zum Beispiel schon mal in die Schmelze schmeißen, wenn du Bock hast. Und dann deinen coolen Hopper bauen da mit 1000 Steckplätzen. 100. Ja gut, ist ja fast genauso viel. Bester Freund und Begleiter. Wer? Die Drohne. Also, die gibt dir ja auch Energie. Aber nur wenn sie selbst Energie hat und die kann sich ja nur im Solar auf. In der Sonne aufladen. Noch, bis wir die Ladestation haben. Ah, ich weiß Sachen, wa? Boah, der ist voll intelligent. Ah, ich kann Manuals und Fax lesen. Also FAQs. Ich kann auch Faxen machen. Das glaube ich dir ungesehen. Sag mal, Lasse, bist du eigentlich auch bei dem wahrscheinlich dieses Wochenende startenden ARK-Projekt dabei? Ja. Vanilla. Modfrei. Kurz, die Antwort kann ich dir gleich geben. Ja. Hä? Was heißt das denn? Ich hab geguckt, ob es jetzt ein ARK-Update ist oder Workshop. Also, ja, ist egal, ob Workshop oder nicht. Ich, wie gesagt, modfrei. Ich weiß, deswegen ja, ob es jetzt ein ARK-Update ist oder nicht. Also. Oder Workshop. Weil es gibt nämlich jede Menge Leute, die haben nicht die High-End-Internetleitung in ganz Deutschland, ist halt noch nicht ausgebaut. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen ein Vanilla-Projekt. Dann kann tatsächlich wirklich jeder dran teilnehmen. Cool, oder? Ja. Ich meine, natürlich werden Taming-Raten hochgedreht, Harvest-Raten, aber... Ja, das heißt ja Vanilla. Richtig. Das Spiel selbst... Das Spiel selbst werden wir ohne Mods betreiben. Damit man da nicht immer
Kilotonnen an runterladen muss. Außerdem muss man ja mal ganz ehrlich sagen, die neuen Updates in Ark mit den Höhlen und sowas, die bringen so genialen Content mit rein, dass es doch mal wieder Zeit wird, sich die alte, einfache Map mal anzugucken. Und auch mal wieder zu spielen. Hast du die Höhlen gesehen, die neuen? Ich sage dazu nur, ich lasse mich überraschen. Okay. Also die Sumpf- und Eishöhle, selbst auf einem Standardserver, der nur 120er Dinos hervorbringt, ne? Sind in den Höhlen bis zu 360er Dinos. Ja. Ja, die kann man aber nicht tamen oder da rausholen. Es ist halt extremst schwer, diese Höhlen. In der einen Höhle kriegst du zum Beispiel Schaden nur vom Atmen. Gasmasken. Richtig. So, mal wieder ausschalten. Ich frag mich, wer da drin gefotzt hat. Ich war's nicht. Ja, das Bescheute finde ich ja eh. Diese hübschen Rauch Granaten. Okay. Die sind echt die besten. Weißt du, wie saumäßig geil die funktionieren? Ja? Du löst da auswirfst hin, weißt du, was das passiert? Mhm. Okay. Fertig, nichts passiert. Na toll. Hörst du dieses Geräusch? Na toll. So. Oh, 64 Eisenerz. Yay. Ja, und wir haben ja auch einen ganzen Eimer fertiges 17 in der Kiste. Und was ist das hier nochmal? Lithium-Ohr. Das würde ich gern als nächstes mal reinstopfen. Runde Lithium. Lithium, Lithium, Lithium. Kann man bestimmt gute Batterien mitbauen. Ja, ja. Oder MK1 Energiedinger. Ja. Rohr. Ah, gibt's viele Möglichkeiten. Ich mach jetzt mal so Storage Hopperl. Ja, mach mal. So, ich hab jetzt schon mal Lithium da reingeklatscht. Hier kann man ja dann zum Beispiel auch dazwischen rein klemmen, quasi. Was? Storage Hopper. Storage Hopper, ja, der kommt dann hier am Ende hin. Alles, was aus dem Ofen rauskommt. Ja, könnte man dann aber auch in der Theorie hier hin machen, da würde man das Förderband nicht so voll sein. Würde sich auch nicht, meistens nicht da unten stauen, am Abbauen. Okay. Na, dann würde der Ofen immer durchfunktionieren, ne? Weil so bleibt er stehen, wenn er voll ist. Ui. Wenn alles jetzt voll ist, ne? Bleibt er stehen. Kohle hast du genug am Start bei dir? Wenn nicht, hier in den Kisten ist reicht. Reicht. Ein Platz. Ding. Das Ding ist ein Storage Hopper? Ja. Boah, kann man nicht reingucken, ne? Nee. Ah ja, oh, wie geil ist das denn? Geil. Was denn? Nichts, einfach nur geil. Ich glaube, du siehst gerade genauso aus in echt wie dein Charakter. Die ganze Zeit im Dickfett am Grinsen. Ja, und das wortwörtlich. Voll geil. Jetzt kann alles, was aus dem Ofen-Output rauskommt, auch immer schön verarbeitet werden. Yay! Das ist einfach nur genial. Boah, geil. Ist das genial? Ja, mit 3 können wir nicht viel anfangen, ne? Egal. Hey, jetzt gibt es sogar Lifts. Aufzüge? Ja, richtige Aufzüge, ja. Cool. 64 oder 32 Dinger tief gehen die. Für 15 Waren? Oh. Was? Was? Ach da, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich bin ein bisschen neben der Rolle. Die ganzen Spiele, jedes Spiel eine eigene Steuerung, das ist manchmal ein bisschen... Echt? Irritierend. Da kommst du schon durcheinander? Ein bisschen irritierend. Ich habe ja im Moment einiges an Projekten am Laufen. Guck mal. Moment, ich muss erstmal mich vor dem Eistod schützen.
So, was denn, wo denn, wie denn? Was ist denn das da? Das Teil hier. Ein Servermonitor. Okay. Cool, cool. Was hat das gekostet? Ein Tupfer. Ah, echt so wenig? Cool. Siehst du die gleichen Infos wie ich? Cool, cool. Ja. Server oft aktuell. Server Uptime 4 Stunden 47 Minuten 56 Sekunden. Ja. Nice, nice. Cool. Das sieht gerade irgendwie lustig. Oh, schön grade. Interessant, diese Infos auch zu sehen im Spiel, weißt du? Ja. Nicht nur als sage ich jetzt mal, Admin sozusagen, sondern dass man die auch mal im Spiel sehen kann. Also in-game. Finde ich geil. Coole Sache. Energie aufladen und gucken, ob ich noch was aus der Mine holen kann. Ja, ich will gerade noch mein Lithium hier loswerden. Was bauen wir uns? Hab ich geschafft. Als nächstes? Auf jeden Fall noch Storage Hopper, sodass an jeder Mine ein Storage Hopper ist. Das wäre das Genialste. Wollen wir vielleicht erstmal auf diese Powerpacks? Ja, klar. Ja, ja, ja. Aber dann auf jeden Fall für die zwei weit entfernten Minen. Hier die vorne, da brauchen wir nichts. Hier können wir immer hingehen. Das ist alles okay. Ist ja direkt neben der Hütte, ne? Ach, wir brauchen aber noch einen Förderkopf. Ich habe den einen ja abgebaut. Ich hab bloß nicht gesehen, was die in der Hand hatte, oder? Nee. Die Waffe? Das ist schön. Oder das Pinselwerkzeug? Ja. Die Knarre. Ich hab grad ein Tier umge... Ja, kriegst du, ich glaube, Lithium oder so. Von. Nee. So, wir sind aber schon wieder am Ende. In der nächsten Folge könnt ihr sehen, was der Lasse dann wieder Schönes baut und wie ich wieder ein Grinsen über alle Wangen kriege. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.